A3.4. Berechnen Sie auf Millionen gerundet, wie viele Einwohner Niger bei gleichbleibender jährlicher Zuwachsrate zu Beginn des Jahres 2064 haben würde. Also zuerst müssen wir mal die Laufzeit berechnen, das heißt, wie viele Jahre sind vergangen seit dem Startwert. Laufzeit entspricht der x, dem x, und wir wissen, wir sollen die Bevölkerung im Jahre 2064 berechnen. Und wir wissen, im Jahre 2010 wird gestartet, also haben wir damit eine Laufzeit von 54 Jahren. Das entspricht also unserem x. Jetzt müssen wir nichts anderes tun, als dieses x in unsere Funktionsgleichung einzusetzen. Also 15,5 mal 1,035 hoch x. Dafür setzen wir jetzt die 54 ein. Und das brauchen wir jetzt nur noch in den Taschenrechner einzutippen und das auf ist gleich zu drücken. Und dann erhalten wir einen Wert von 99. Jetzt an dieser Stelle bitte aufpassen. In diesen Fragen immer genau durchlesen, was ist gefragt. Hier ist es jetzt speziell auf Millionen gerundet. Diese Zahl entspricht schon den kompletten Millionen, also ist es auch die Antwort. A. Es sind 99, ca. 99 Millionen Einwohner.